Heidrun Kramp sitzt auf der Anklagebank, weil sie Carsten Klein, einen Bekannten ihrer Schwester, mit einem Baseballschläger am Kopf schwer verletzt haben soll. Sie bestreitet die Tat. Klein will sie jedoch erkannt haben. Handelt es sich um eine Verwechslung oder hatte Heidrun Kramp einen triftigen Grund, so zuzuschlagen? Frau Kramp, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Anklage vertritt Herr Staatsanwalt Kirki Datze, der Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Sie nehmen bitte mal in der Mitte Platz. Frau Kramp, zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Heidrun mit Vornamen? Ja. 21. Oktober 1960 in Vornheim geboren. Sie leben auch in Vornheim? Ist richtig, Sie sind ja. geschieden? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich habe am Kinderspielplatz gleich am Stadtpark habe ich einen Imbissstand. Mhm. Was verdienen Sie da monatlich? Es sind so etwa 2000 Euro netto. Mhm. Sonst zusätzliche Einkünfte nicht? Nein, kein ich Unterhalt. Nicht. Sie haben aber auch keine Unterhaltspflichten selber, ja? Nein. Bundeszentrale ist da ohne Eintrag, also bisher nicht vorbestraft. Die Anklage dafür. Hohes Gericht, die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am 17. Juni 2002 gegen 17.45 Uhr befand sich die Angeklagte in ihrem Imbissstand in Vornheim, während sich ihre 5 Jahre alte Nichte auf dem angrenzenden Spielplatz aufhielt. Als Carsten Klein zufällig vorbeikam, griff sich die Angeklagte den in ihrem Laden bereitgehaltenen Baseballschläger, stürzte auf Carsten Klein zu und schlug diesen damit einmal kräftig auf den Kopf. Herr Klein erlitt hierdurch eine Schädelbasisfraktur und eine große Platzwunde am Hinterkopf und musste stationär versorgt werden. Die Angeklagte wird somit einer gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 223, 224 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, macht Ihre Mandantin Angaben? Ja, meine Mandantin macht Angaben. Tja, dann schildern Sie uns doch mal, was Sie zu dem Vorfall zu sagen haben. Ja, da habe ich allerdings was dazu zu sagen, und zwar, dass da jemand etwas ganz gewaltig durcheinander bringt. Ich habe ihn nämlich nicht verprügelt, ich habe den Herrn gefunden und ich habe ihn gerettet. Was heißt gerettet? Ich habe den Krankenwagen gerufen. Den Krankenwagen gerufen, aber ein kleines Detail haben Sie dabei schon vergessen. Nämlich, dass Sie ihn vorher niedergeschlagen haben mit dem Baseballschläger. Nein, das habe ich nicht. Das weiß ich ganz entschieden von mir. Ich war nämlich bei mir im Lager. Ich war vielleicht ein paar Minuten im Lager hinten. Ich habe was geholt. Und als ich vorkam, da rannte meine kleine Nichte auf mich zu. Sie war völlig aufgelöst. Und ich schaute raus und da sehe ich den, wie er da liegt, blutüberströmt. Und Sie haben natürlich überhaupt keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Die habe ich sehr wohl. Da ist ja schließlich dieser Irre ausgebrochen aus der Anstalt bei uns. Der war das sicher. Da habe ich auch die Pressemitteilung. Also war wohl ein Sexualstraftäter, der am Vortag aus der psychiatrischen Klinik ausgebrochen ist. Ja, das war bekannt, das kam auch im Rundfunk. Haben Sie den Ausbrecher gesehen? Nein, gesehen habe ich ihn nicht, aber das lag doch auf der Hand. Bei uns sind doch jetzt alle durchgeknallt und wie die Leute schon auf einen zugehen. Also irgendwie sind die alle total durch den Wind. Das ganze Dorf ist in Angst und Schrecken und in Panik versetzt. Also das mag ja alles sein, Frau Kramp, aber es ändert schlichtweg nichts an der Tatsache, dass es halt einfach so ist, dass Sie eben der Herr Klein, der sogenannte Irre, halt bei der Gegenüberstellung wiedererkannt hat. Ja, dann irrt er sich eben und nicht ich bin die Irre. Irrt sich, alle irren sich, ja? Ja, auch der Gerichtsmediziner, der festgestellt hat, dass der Klein mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen wurde, auch der irrt sich. Ja, und Frau Kramp, die Polizei hat dann am nächsten Tag bei ihrem Innenbestand, bei der Durchsuchung, diesen Baseballschläger gefunden. Ja, und was sagt das aus? Den habe ich sehr wohl bei mir zu liegen. Aber in Zeiten wie diesen muss man sich doch zu wehren wissen. Gerade in unserer Gegend, in diesem Dorf, der Verdammten muss ich jetzt schon sagen, wo alle nur noch irre sind. Und bei uns ist einfach schon zu viel passiert und alle Nase lang bricht einer aus. Jetzt sagen wir mal so, Sie haben selber gesagt, in Ihrer Gegend, und Sie sind in Panik und das stand in der Zeitung und da haben Sie auch Angst gehabt und alle sind in Panik. Ja, natürlich. Ihr ganzes Dorf ist in Panik und so weiter. Da muss ich mich schon fragen, war es nicht so, dass Sie diesen Baseballschläger da bewusst bereit gehalten haben für den Fall, dass Ihnen irgendwas komisch vorkommt, und gekannt haben Sie ja gar niemand, um dann zuzuschlagen? Warum soll ich ihn da bewusst bereithalten? Auf welche Situationen spielen Sie bitte an? Ja, es Was ist soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Ja, Mai, vielleicht haben Sie den Herrn, den Sie niedergeschlagen haben, am Spielplatz nur gesehen und haben sich nur gedacht, der tut jetzt irgendwie der Kleinen was. Und dann haben alle Alarmglocken bei Ihnen geläutet, dann sind Sie raus und haben ihm eine übergezogen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe bloß gesehen, wie der da lag und wie Vielleicht die Kleine sich daran erinnert, was vor Jahren passiert ist. Was soll jetzt passiert ist. Mit was kommen soll. Sie jetzt? Staatsanwalt, ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht aufs Tablett bringen. Das hat sehr viel damit zu tun, und ich werde es aufs Tablett bringen. Ja, dann bitte.
Es ist wahrscheinlich das Gleiche passiert wie am 14. Mai 1998, als ein Ausbrecher aus der Psychiatrie was gemacht hat? Er hat ihre sechsjährige Tochter meiner Mandantin ermordet. Aber ich glaube, dass Sie auf Ihrer Suche nach einem Motiv hier nicht in diesen Wunden meiner Mandantin wühlen müssen. Also ein bisschen Anstand kann ich ja wohl erwarten. Ich möchte wissen, ob Sie da deswegen auch aufgeregt und in Panik waren und diesen Baseballschläger zunächst mal bereit gehalten und dann auch benutzt haben. Und Sie würden sie wahrscheinlich auch viel leichter tun, wenn Sie hier vielleicht ein Motiv schildern, warum Sie es benutzt haben. Nein, das habe ich nicht. Ich habe kein Motiv und ich habe ihn nicht gesehen und ich habe ihn auch nicht verprügelt. Gut, und ich denke, das hat überhaupt nichts damit mit dem Fall meiner Tochter zu tun. Alles gut. Also ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ihrerseits auch keine Fragen mehr. Ich habe auch keine mehr. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, den Herrn Klein bitte, und Sie nehmen da drüben wieder Platz. Zeuge Klein bitte. Klein, kommen Sie doch bitte nach vorn. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Als Zeuge muss man vor Gericht die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja? Zunächst einmal zu Ihren Personalien. Sie heißen Carsten Klein, 34 Jahre alt. Sie sind nicht verheiratet. Sie leben in Vornheim. Ja. Maler und Lackierer von Beruf. Das ist richtig. Gelernt, aber momentan ohne Job. Also arbeitslos, ja? Kann man so sagen. Ja. Mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nee. Ja, erzählen Sie uns mal, was an dem Montag, den 17. Juni, da vorgefallen ist. Diese paranoide Schwachsinnige hat mir den Schädel zertrümmert, das ist passiert. Also mag sein, dass Sie Ihren Stammtisch mit solchen Sprüchen beeindrucken können, ja? Hier will ich sowas nicht hören. Sie sollen keine Wertung abgeben, von wem Sie was halten. Das tue ich ja auch nicht, was ich von Ihrem Kopftuch halte oder von Ihrem T-Shirt oder so. Sondern Sie sollen uns erzählen, was passiert ist. Verstanden, ja? Alles klar. Es war so gegen 6 und ich war auf dem Weg zu Gudi. Gudi? Meinen Sie Gudrun Kramp, die Schwester der Angeklagten? Genau, es ist eine gute Bekannte von mir und ich bin eben da an dem Spielplatz vorbeigekommen. Und auf einmal kam diese hysterische Wahnsinnige auf mich zugelaufen, laut brüllen und zog mir den Baseballschläger über den Kopf. Kannten Sie denn da die Tochter Ihrer Bekannten? Nee, kannte ich nicht. Die Angeklagte? Nee, aber auch nicht. Ich hatte ja dann noch das Vergnügen. Ja. Wir haben mal das ärztliche Gutachten über Verletzungen dann. Schädelbasisfraktur, otobasale Fraktur mit Auftreten eines Mastoidhämatoms, leichte Blutung aus Mund und Nase, Platzwunde am Hinterkopf. Sie waren 4 Wochen dann im Krankenhaus. Ja. Mhm. Ja, und wer hat Sie gerettet? Wer war das? Ja, toll, muss ich mich jetzt auch noch bedanken. Du hattest doch nur Angst, du hattest doch nur Angst, dass ich dir verrecke. Herr Klein, jetzt mal ernsthaft. Ein Mann Ihrer Statur wird sich doch, unterstellt das, was Sie uns hier erzählen, ist wahr, gegen meine Mandantin wehren können. Das ist richtig. Ich habe sicher meine Kräfte, aber wissen Sie, es ist wahnsinnig schnell gegangen und diese Furie ist auf mich zugestürmt und zieht voll mit dem Baseballschläger auf meinen Schädel. Das ist so schnell gegangen, was sollte ich denn da machen, bitte? Und wenn es so super schnell gegangen ist, wie Sie hier gerade behaupten, wie wollen Sie da meine Mandantin erkannt haben? Immerhin ist der Angriff ja wohl von hinten erfolgt. Das ist richtig, aber klar, wenn du von hinten einen auf den Schädel kriegst, drehst du dich vielleicht noch weg, ja? Und da habe ich halt Ihr Gesicht gesehen und den Baseballschläger. Und da wollen Sie sicher sein, dass Sie genau das Gesicht meiner Mandantin erkannt haben? Da bin ich mir absolut sicher, weil ich habe Sie doch schon bei der Gegenüberstellung erkannt. Noch Fragen an den Zeugen? Keine. Dann bleibt das Geschädigte 61-2 StPO unbeeidigt. Herr Seelhoff, die Frau Gudrun Kramp bitte und Sie nehmen bitte da hinten Platz. Zeugin Gudrun Kramp bitte. Frau Kramp, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Ihre 5-jährige Tochter Laura, die ist ja seit dem Vorfall in psychologischer Behandlung. Also da geht es nach wie vor auch nicht so gut. Deswegen wäre es natürlich untunlich, die heute hier zu vernehmen. Das ist einer der Gründe, warum Sie hier heute sind. Allerdings sind Sie ja die Schwester der Angeklagten. Als Schwesterangehörige müssen Sie gar nicht vor Gericht aussagen. Wenn Sie was sagen wollen, muss es bei jedem anderen Zeugen auch die Wahrheit sein. Wollen Sie hier Aussage machen? Ja, klar. Dann zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Gudrun Kramp, Sie sind 35 Jahre alt, Sie sind ledig, leben in Vornheim. Ja, richtig. Und Bedienung von Beruf? Ja, ich arbeite zurzeit im Bistro Bonjour. Mhm. Es geht ja um den Vorfall vom 17. Juni, das wissen Sie ja. Kurz danach sind Sie ja auch zum Imbissstand Ihrer Schwester gekommen. Ja, richtig. Das war so 17:50. Ich hatte Feierabend und wollte danach gleich meine kleine Tochter Laura abholen. Also Sie wollten die Laura abholen?
Ja. Sind dann da hingekommen und? Ja, genau. Und neben dem Imbissstand von meiner Schwester ist ja dieser Spielplatz. Mhm. Und als ich dann da hinkam, sah ich auch sofort den Carsten da liegen. Neben Sandkasten, total blutüberströmt mit einer Platzwunde. Ich hätte schon fast gedacht, den hat irgendjemand umgebracht. Und Ihre Schwester, haben Sie die auch gesehen? War die auch da? Ja, die Heidrun, die stand in ihrem Imbissstand. Und ich bin da auch sofort hin. Mhm. Und da kam mir auch schon die kleine Laura entgegen, total verstört. Ja, und dann ist eigentlich auch schon der Krankenwagen um die Ecke gebogen. Hat Ihnen die Laura irgendwas erzählt von dem Vorfall? Nee, die stand ja total unter Schock, die Kleine. Mhm. Und der Herr Klein? Ja, ich weiß das alles vom Carsten. Also Sie wissen alles von ihm, dass es Sie, er hat Ihnen erzählt, dass es Sie gewesen sei, ja? Ja, ja, und diesem dahergelaufenen Bekannten glaubst du mehr als deiner eigenen Was Schwester? Gudrun, ich bitte dich. Sie sehen ja selbst, die Heidrun ist auch total, nervlich total am Ende. Aber es ist ja auch kein Wunder, seit wir dieses Irrenhaus hier haben, kann man also abends nicht mal mehr... das wollen wir jetzt gleich mal klarstellen. Irrenhaus heißt es nicht, ja? Ja, das ist eben diese Das ist ein Ausdruck aus einer unsäglichen Vergangenheit. Das ist ein Bezirkskrankenhaus und das sind auch keine Irren, das sind kranke Menschen da drin, ja? Ja. Ja. Ja, aber trotzdem, man kann abends nicht mal mehr allein auf die Straße gehen. Und Sie sagen, Sie hätten besonders Probleme damit? Ja, das ganze, unser ganzes Dorf spielt verrückt. Und ich denke mal, dass die Heidrun da eben auch ein bisschen abgedreht ist. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass sie nur meine kleine Laura verteidigen wollte. Und deswegen hat sie den Carsten zusammengeschlagen. Also Sie sind sich sicher, dass die Angeklagte die Täterin war? Ja, so blöd das eigentlich jetzt klingt. Das hört sich ja fast so an, als ob Sie es wünschen. Ich hoffe es. Sie hoffen es sogar? Ja. Ja, warum? Mensch, Heidrun, ist doch klar. Ja, was soll denn das heißen? Wenn du tatsächlich nicht da warst, als dieser angeblich Irre aufgetaucht ist, dann heißt es ja, dass du nicht richtig auf meine Kleine aufgepasst hast. Dann hätte dieser Psycho mit meiner Tochter genau dasselbe machen können wie mit deiner damals. Nur weil du nicht richtig Acht gegeben hast. Was? Also, ja. Ach, daher weht der Wind? Ja, genau so. Ich habe wirklich gut auf Sie aufgepasst. Ich kann dir versichern, ich habe Sie wirklich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Moment mal, Frau Gott, ich habe gedacht, Sie waren in Ihrem Lager zu dem Zeitpunkt. Hm? War ich nicht, nein. Oh, ich muss Wenn Sie zugeschlagen haben, dann sagt es doch. Ist doch überhaupt kein Problem. Kann es sein, dass Ihre Schwester dann vielleicht doch recht hat? Dann erzählen Sie es dem Gericht. Dass Sie die Kleine beschützen wollten. Und ja, natürlich wollte ich sie beschützen. Und? Ist doch ganz klar. Also, dann ist doch klar, dann haben Sie den Herrn Klein niedergeschlagen, weil Sie dachten, er wollte dem Kind was antun. Ist es so? Ja, in Gottes Namen. Ich wusste. Also, würden Sie jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was dazu erzählen? Was Sie dazu veranlasst haben? Wie sah es denn aus, das Bild für Sie? Ja, ich habe gesehen, wie er da wild auf die kleine Laura eingeredet hat. Und dann habe ich auch noch gesehen, wie er sie am Arm gepackt hat und er hat sie fortgezogen. Ich dachte, der geht mit der kleinen stiften. Da musste ich doch in Gottes Namen was unternehmen. Herr Klein, ich konnte sie doch nicht ziehen lassen. Ich dachte, Sie kannten die Kleine gar nicht. Okay, mag sein. Ich bin ein paar Schritte mit ihr gegangen. Aber das gibt ja doch noch lange nicht das Recht, dass sie mir einfach hier einen Schädelbeißesbruch zufügt. Ja, wollten Sie mit ihr den Spielplatz verlassen? Nee, wollte ich natürlich nicht. Ich wollte ein paar Schritte mit ihr gehen und damit es so ein bisschen so aussieht. Okay. Also Herr Klein, eins ist mal klar. Wenn meine Mandantin ausreichend Anlass zu der Vermutung hatte, dass Sie dem kleinen Kind was antun. Ich hätte dem nie was angetan. Gut, aber wenn sie den Eindruck hatte, dass Sie dem Kind was antun könnten und das Kind in ihrer Obhut ist, dann hätte sie sehr wohl das Recht gehabt. Man kann darüber streiten, in welchem Ausmaß, aber auf jeden Fall zuzuschlagen. Und jetzt eines. Ich gebe dem Gericht natürlich recht, dass es untunlich ist, das kleine Kind hier zu vernehmen. Aber dann würde ich einen Beweisantrag stellen, das Kind zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dem Kind besser geht, das zu vernehmen und tatsächlich herauszustellen, ob meine Mandantin in Notwehr, Hilfe oder was auch immer gehandelt hat. Nein, das dürfen Sie nicht. Das lasse ich nicht zu. Frau Kramp, ich verstehe Ihre Bedenken. Die Kleine ist geschlagen genug ja, mit dem, was vorgefallen ist. Aber Sie müssen auch das verstehen, was meine Aufgabe als Verteidiger ist. Und wenn hier
Der Verdacht besteht, dass meine Mandantin, die Tat meiner Mandantin durch Notwehr gerechtfertigt ist. Die Heidrun wollte die Laura doch nur verteidigen. Glauben Sie es mir? Ja, soll das heißen, der Herr Klein wollte sich an ihrer Tochter vergreifen? Ja. Nee. Ja, was jetzt? Ja oder nee? Ja, das war halt so eine Art Test. Wir wollten halt testen, ob die Heidrun gut genug auf meine Kleine aufpassen kann. Weil sie es damals nicht geschafft hat, auf ihre eigene Tochter aufzupassen. Ja, ich wollte halt nur sicher gehen. Herr Klein, jetzt ist gut. Herr Klein, was haben Sie gemacht mit der Kleinen? Ja, wie gesagt, ich habe sie angesprochen, bin ein paar Schritte mit ihr gegangen, aber da war sonst überhaupt nichts. Ja. Ich wollte der Kleinen nichts und wir hatten das im Prinzip ja nur als Test durchlaufen lassen. Ich weise alles zurück und wie gesagt, hat ja auch keiner auf die Idee kommen können, dass sie gleich mit dem Baseballschläger auf mich losgeht. Eben. Es ist jetzt kein Vorwurf gegen Sie. Haben Sie sie angefasst? Ich habe sie angefasst, ja. Also es sollte, um es klarzustellen, es sollte wirklich nach außen hin so aussehen, als ob Sie dem Kind etwas antun könnten. Ja? Ja. Fragen noch an die Zeugin. Ich habe keine Leiter als Angehörige der Angeklagten 61-2 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie mal da hinten Platz, bitte. Also, meine Herren, ich schlage vor. An die Frau Angeklagte hätte ich noch eine letzte Frage. Also, nachdem jetzt feststeht, dass Sie mit dem Baseballschläger auf den vermeintlichen Täter losgegangen sind, was haben Sie sich eigentlich da gedacht? Wie war die Situation? Haben Sie das gesehen und sind gleich hin und haben sich gedacht, ich schaffe das nicht anders, den wegzubringen vom Kind? Wie war das? Es war in diesem Moment, wo er die Kleine weggezogen hat. Dann haben bei mir alle Alarmglocken geschrillt und dann habe ich den Baseballschläger gepackt und bin aus der Bude raus und auf ihn losgegangen. Haben Panik gehabt? Ich habe wirklich Panik. Gut, okay. Gekriegt. Noch irgendwas festzustellen? Irgendwelche Anregungen oder Anträge? Ich könnte mir vorstellen, Herr Verteidiger, dass Sie nichts dagegen hätten, wenn ich hier eine Einstellung anregen würde. Vielleicht sogar ohne Geldauflage nach § 153 StPO. Okay, in Anbetracht der Tatsache, dass der Schlag vielleicht ein wenig heftig ausgefallen ist, würde ich dem zustimmen. Ich fände es hier ganz schön, wenn wir eine symbolische Auflage zugunsten eines Vereines, der sich um die Resozialisierung von psychisch Kranken kümmert, vielleicht machen könnten. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, wie wäre es? 150 Euro. Dann machen wir mit. Aber meine Schwester kriegt die gleiche Auflage. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil gegen ihre Schwester läuft natürlich das Verfahren hier nicht. Ist aber vielleicht auch noch kein. Das ist auch kein türkischer Basar. Eben. Also wir machen mit. Wir stimmen zu. Da geht folgender Beschluss: Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft der Verteidigung und der Angeklagten wird das Verfahren nach § 153 Klein a Absatz 2 StPO eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße von 150 Euro an den Verein HOI. E.V., eben ist ein Verein, der sich um die Resozialisierung von psychisch Kranken kümmert. Ja, damit ist die Sache für Sie erledigt. Sie sind konnten davon ausgehen, dass eine Nothilfesituation vorliegt, aber Sie konnten eigentlich nicht davon ausgehen, dass es dazu notwendig ist, mit dem Baseballschläger von hinten auf denjenigen einzubügeln. Das war Ihnen selbstverständlich klar. Sie hätten erst mal sagen können, halt, hey, wirkt meine Nichte raus. Ja? War wohl ein bisschen überzogen. Ja, und Sie wollten es wissen. Ja? Sie wollten letzten Endes wissen, ob sie wirklich aufpasst auf ihre Tochter zuverlässig. Das Ergebnis kennen Sie jetzt. Sie passt auf wie so eine Kreuzung aus Löwenmutter und Baseballprofi. Und wenn ich mir noch mal ihr Gutachten durchlese über ihre Verletzungen, das werden sie auch so schnell nicht mehr vergessen. Hm? Sitzung ist geschlossen.